Am 19. Januar 2014 lud die Gemeinde Obertraubling zum Neujahrsempfang in die Mehrzweckhalle ein. Circa 500 Gäste und Ehrengäste fanden sich in der Halle ein. Auch die tschechische und mit Obertraubling befreundete Partnergemeinde Dobčany sandte eine kleine Delegation nach Obertraubling. Das in Dobčany ansässige Ensemble Dobranske Babinky mit ihrem Chorleiter Jan Vosar, dem Leiter der dortigen Musikschule, sorgte für die musikalische Umrahmung. Am Ende der Veranstaltung bekam der erste Bürgermeister Obertraublings, Herr Alfons Lang, den goldenen Schlüssel der Stadt Dobrany, durch deren ersten Bürgermeister Marek Sikora und der zweiten Bürgermeisterin Dagmar Terelmesova überreicht. Der Obertraublinger Heimatpfleger Herr Pius Detterbeck stellte in der Mehrzweckhalle eine Bildersammlung rund um die Gemeinde aus. Liebe Freunde aus Obertraubling, ich möchte euch kurz etwas von unseren Frauenchor sagen. Wir heißen Dobčanske Babinky. Dobčany heißt unsere Stadt, wo wir alle wohnen, circa 15 Kilometer von Pilsen entfernt. Wir treffen uns einmal pro Woche mit unserer Chorleiterin Magdi Buzar. Wo ist sie? Hier. Die heuer ihr 10-jähriges Bestehen feiert
und heute den NEAS Empfang umrahmt. Wir werden Sie später nochmals sehen und hören. Und ich glaube, Sie haben auch irgendwie verspürt, man merkt, wo die Musik zu Hause ist. In Tschechien, in Böhmen. Und da können wir vielleicht nicht ganz mithalten. Aber ich brauche einmal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute nach Obertraubling zu kommen. Sehr geehrte Damen. Sehr geehrte Damen und Herren, seit 19 Tagen wünschen wir uns nun schon alle ein gutes und gesundes neues Jahr 2014. Mit dem heutigen Abend schließe ich persönlich mit vielen Händeschütteln und vielen Blicken meine Jahreswünsche ab. Sicher kommt die meist beiläufig und im Vorbeigehen zugerufene Jahresformel kurz Neues durch ihre inflationäre Nutzung oftmals einer gewissen Oberflächlichkeit gleich. Jedoch bekommt sie heute Abend durch einen kurzen Blick in die Augen, einen Händedruck, ein Lächeln, ein paar ergänzende und wirklich persönlich gemeinte Worte, verbunden mit dem Wunsch, dass einem selbst alle entgegengebrachten Wünsche gut durchs Jahr tragen möchte, eine Bedeutung des Miteinanders, des Füreinanders und der Menschlichkeit. Nehmen wir uns heute also Zeit und schenken uns Respekt und Hochachtung voreinander, schauen wir uns an und hören wir uns zu. Sie haben lange Zeit, denn in der Regel gibt es für diese Veranstaltung keine Zeitgrenze. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in seiner Regierungserklärung stellt Ministerpräsident Horst Seehofer unsere kulturelle Aufgabe so dar: Heimatverbund und Weltoffen. Heimat heißt Identitätspflege, nicht nur Traditionspflege. Heimat hat nicht nur einen kulturellen, sondern auch einen sozialen und politischen Bezug. Die Liebe zur Heimat zeigt sich in Bayern ganz besonders an dem hohen Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger. Nirgends in Deutschland sind mehr Menschen ehrenamtlich tätig wie in Bayern. Nirgendwo ist die Bereitschaft so groß, sich für die Heimat einzusetzen. Ich danke deshalb allen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Gemeinsinn für unsere Gemeinschaft unersetzlich sind. Ich grüße all jene sehr herzlich, die diese Arbeit in den Vereinen, Organisationen, Kirchengemeinden, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Kindergärten leisten. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Ein ganz besonderer herzlicher Gruß geht an unsere Partnerstadt Gottschalk. Herzlich willkommen, mein lieber Bürgermeister Kollege Marek Sükra, mit deiner Delegation. Wie im letzten Jahr überbringt unsere Partnerstadt ihre Grüße wieder auf musikalische Art. Vielen Dank auch an den Herrn Musikdirektor Jan Moser, der uns diese musikalischen Grüße immer wieder präsentiert. Unsere Partnerstadt hat ja im letzten Jahr ihr 770-jähriges Stadtjubiläum gefeiert. Es war ein schönes Erlebnis, unsere Glückwünsche überbringen zu dürfen. Besonders erfreut bin ich, dass der Schüleraustausch zwischen unserer Realschule und der Schule in Dobczany so vorbildlich gelungen ist. Vielen Dank an Sie, Frau Müller-Sperl und Herr Lamislo, dass dies Sie so großartig unterstützen. Wir freuen uns schon, wenn in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler aus Dobczany bei uns verweilen werden. Lieber Marek, ein herzliches Dankeschön, dass du die Partnerschaft mit so viel Leben begleitest. Übermittle bitte auch beste Grüße an deinen Herrn Vater. Ein herzliches Dankeschön auch, dass du den Besuch der Dobranskiper Winke ermöglicht hast, die heute unseren Empfang begleiten. Lieber Marek, wir freuen uns auch in diesem Jahr auf gemeinsame Begegnungen und möchten dir viel Grüße an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dobczany mit auf den Weg geben und Ihnen alles Gute wünschen. Und jetzt versuche ich das Ganze in Tschechisch umzupolen. Ganz kurz, aber es gehört der Abstand, weil der Kollege Sikora fast genauso wenig Deutsch kann wie ich Tschechisch. Slash Sreshi, Postgraf Naschmo, Parkes Kepo, Mesto Dobran. Srečne vitam teba, milý kolega Marek Sikora, a tvoju celú delegáciu. Tak ako vlády aj toto roku nám prinášati, napríklad tam je nového roka hudobné pozdravy. Veľmi pekne, tak vieme aj pánovi Janovi Mocerovi. On je riaditeľ hudobnej školy. Dobranov a už mohol brat nám prezentoval
77 Biroci, Saloženja, Poltekni, Sažitok, Akus mit Toto Jubiläum, Spoločni s vami oslavimo. Veľmi ma teší, že sa nám podarilo ošubiť kontakt medzi našimi školami. Ďakujem vám, pani Miloš Bel a pán Namyslov, že tento kontakt podporujete. Už to dobre tu tešíme, že toto roko môžeme privítať žiacky a žiakov z Dobra u nás v Dobrom. Milý Marek, srečná matka, že naše partnerstvo sprestáš a rozvíjaš. Od svojstej prosím na naše srečné pozdravy aj tvoj otcovi. Dokujem ti, že si umožnil naštevil a vystelpenil do pracích papírek na našom dnešnom rotáciu. Milý Marek, my sa už tešili a naše spoločné stretnutie. Obecne prosím tá srečné pozdravy aj veštekem, obyvateľom mesta Dobrene, o popraj, o nešto najlepší a dobrého roku. Sehr geehrte Damen und Herren, im Rückblick beginnend hoffe ich zunächst, dass Sie gut durch die letzten Wochen vom Auf- bis zum Abbau des Weihnachtsbaumes gekommen sind, dass Sie zwischen all den Feiern und all den Geschenken Zeit gefunden haben für sich und Ihre Familie und Ihre Freunde. Vor allen Dingen hoffe ich für Sie, dass Sie zwischen all den manchmal ausufernden Wahnsinn auch den wahren Sinn von Weihnachten fühlen konnten. Dem allgemeinen Wunsch nach eher kurzen Reden einerseits und einem längeren und gemütlichen Veranstaltungsteil andererseits folgend, verzichte ich darauf, näher auf die bereits im Vorjahr angerissenen Themen einzugehen. Nur so viel, rückblickend war es ein Jahr der Feuerwehr mit der Beschaffung von jeweils neuen Feuerwehrfahrzeugen für die Ortsteilfeuerwehren, dem Anbau des Gerätehauses in Gelbenhofen und der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Oberdorf. Auch die Erweiterung der Krippe im Kindergarten Regenbogen und die Erweiterung des Kindergartens St. Michael in Oberdorf haben wir termingerecht abschließen können. Ein neuer Jugendtreff in Oberdorf ist fertiggestellt und wird bereits intensiv genutzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, national haben uns sicher in den letzten Wochen die Bildung einer großen Koalition der Bundesregierung in Atem gehalten. Genauso wie die Flüchtlingsströme und die damit verbundenen Dramen. Das Juni-Hochwasser hat damit gezeigt, wie wichtig rechtzeitige Vorsorge und Schutzmaßnahmen sind. Auch unser Hochwasserschutz zwischen Gießenhofen und Oberhofen hat sich als sehr notwendig gezeigt. Die Erweiterung des weiteren Beckens im Standardübungsplatz hoffe ich, dass heuer folgen kann. Damit können wir zwar keinen absoluten Schutz bieten, aber wir haben ein gutes Gefühl, dass wir gegen die Unbilligkeiten des Wetters gut gerüstet sind. Und ich möchte an dieser Stelle auch unseren Feuerwehren danken, die dann, wenn es wirklich brennt, in Anführungszeichen beim Hochwasser, fachkundig zur Stelle sind und Tag und Nacht im Einsatz sind, wenn es notwendig ist. Der Gemeinderat hat bereits vorbildlich für die Zukunft vorgearbeitet, sodass im Wesentlichen die neuen Projekte für 2014 bereits feststehen. Erweiterung des Kinderholz an der Hermann-Syrer-Grundschule um 2 Gruppen. Weiterführung der Planungsmaßnahmen für den Bau der Holzumgehung. Nach Abschluss der Lärmschutzmaßnahmen der Deutschen Bahn, Neugestaltung der Bahnhofstraße und, wie bereits vorher erwähnt, Erweiterung des Hochwasserschutzes im Standortübungsplatz. Da wird morgen der Gemeinderat, so hoffe ich, den notwendigen Beschluss noch fassen. Ob uns darüber hinaus noch Überraschungen in diesem Jahr erteilen werden, naja, auch dies wissen wir naturgemäß für heute nicht. Ich glaube aber, dass die wesentlichen Dinge feststehen. Am 16. März wird ein neuer Bürgermeister und Gemeinderat gewählt. Das wird die Laufstrecke der Debatten und die Umlaufgeschwindigkeit des politischen Betriebs erhöhen. Vielleicht bedenken wir manchmal, dass es in allen demokratischen Parteien grundsätzlich um das richtige Verhältnis zwischen Freiheit vom Staat, Freiheit im Staat und Freiheit durch den Staat geht und nicht um Posten und Karriere. Es hängt auch und gerade von unserem eigenen politischen Auftreten ab, ob Wahlen als sinnentleertes Ritual oder als Hochamt der Demokratie betrachtet werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen Glück, Gesundheit,
und Optimismus für 2014. Alles andere kommt dann von selber. Und erlauben Sie mir zum Schluss ein paar persönliche Worte. Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass ich auch erst einmal in den Ruhestand trete. Und ich habe heute bewusst verzichtet, die letzten fast 18 Jahre Revue passieren zu lassen. Das wäre eine eigene, abendfüllende Veranstaltung. Außerdem bin ich ein Mensch, der gerne nach vorne und nicht zurückschaut. Alles andere überlasse ich den Chronisten. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, zu danken. Danken heute allen Anwesenden für die vertrauensvolle Unterstützung in den letzten Jahren, zum Wohle des Lebens in unserer Gemeinde, für die Allgemeinheit, für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und möchte die Bitte annehmen, übertragen Sie diese großartige Bereitschaft zum Miteinander auch auf meinen Nachfolger. Gottes Segen für unsere Heimat, Gottes Segen für unser Vertrauen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Kollege Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste und Freunde aus Obertrauben. Ich möchte Sie im Namen der Stadt Lubzane und Ihrer Einwohner ganz herzlich begrüßen. Ich wünsche allen im neuen Jahr viel Gesundheit, Glück, Erfolge und darf viele Grüße aus unserer Stadt übergeben. Im vergangenen Jahr hat Lubzane 770-jähriges Jubiläum von erster Erwähnung unserer Stadt gefeiert. Das bedeutende Stadtjubiläum haben wir mit allen Bürgern in den mehreren Kultur- und Gesellschaftsveranstaltungen gefeiert. Die Delegation Ihrer Gemeinde mit ersten Bürgermeister Herrn Alfonsland wurde zur bedeutenden Stadtveranstaltung, also zum Lubzane Pilgerfest und zur feierlichen Sitzung der Stadtverordneten eingeladen. Mein Kollege Alfonsland war eben eine von 14 ausgezeichneten Persönlichkeiten, die anlässlich Staatsjubiläum eine Auszeichnung der Stadt Lubzane für die Stadtentwicklung für mehr als 10-jährige aktive und erfolgreiche Unterstützung von freundschaftlichen Beziehungen unserer Gemeinden erhalten. Lubzane schätzt seine maximale Bemühung und Partnerschaft und Freundschaft der Kommunen und ihrer Vereine und Institutionen. Wir sind sehr froh, dass unsere Grundschule Lubzane und ihre Realschule Obertraubling eine aktive Zusammenarbeit entwickelt haben. Die Lehrer und Schüler finden die Partnerschaft also sehr perspektiv und von Lubzane wird diese intensiv unterstützt. Der Oktoberbesuch unserer Senioren in Obertraubling hat eine sehr ausdrucksvolle Spur beiderseits hinterlassen. Nach Weiß ist der Auftritt unseres Senioren, Lieder und Tanzen Serkles Lubzanske Babinki auf dem heutigen feierlichen Abend. Dieses Jahr ist für beide unseren Gemeinden ein Wahljahr. Ich weiß, dass Sie Neuwahl zur Gemeinderegierung und besonders Wahl der Bürgermeister erwartet. Unsere Wahl findet bis im Oktober statt. Uns ist auch bekannt, dass mein Freund und Ihr toller erster Bürgermeister auf uns Land
sich entschieden hat, nicht mehr zum ersten Obertraubling Bürgermeister zu kandidieren. Ich bin überzeugt, dass jeder Nachfolger im Bürgermeisteramt, der im fairen politischen Wettbewerb aus bester Gewinn für zusammen mit den Gemeindeverordneten Freundschaft und Partnerschaft mindestens auf gleichem Niveau aufbauen, wie es bisher dann besonders auf uns erfolgt. Das ähnliche kennen Sie auch von Dusane Seite erwarten. Erlauben Sie mir, dass ich zum Schluss meine Rede persönlich bin. Lieber Alfons, im Namen der Stadt, im Namen der ehemaligen sowie derzeitigen Dobzani Stadtverordneten danke ich dir sehr für alles, was du persönlich für die Freundschaft und Partnerschaft unserer beiden Gemeinden geleistet hast. Deine Verdienste sind außergewöhnlich und Dobzani kennt und sehr schätzt deinen Beitrag. Ich wünsche dir in deiner bevorstehenden Lebensphase alles Gute, dass dir alles gut gelingt, frohes Leben mit deiner Familie und viel Kraft. Dobzani wird nie vergessen, was du alles nicht nur für Dobzani geleistet hast. Ich erlaube mir zum Beweis meiner Pforte, dir als zweiter Persönlichkeit in der Dobzani-Geschichte zusammen mit zweiter Bürgermeisterin unserer Stadt Dagmar Trabischowa einen goldenen Schlüssel von unserer Stadt zu überreichen. Der Schlüssel sei ein Symbol, dass die Dobzani für dich immer geöffnet und freundlich wird. Unser Freund, wir danken dir für alles. Vielen herzlichen Dank für diese Überraschung. Bringen Sie die Begrüße auch an Ihr Stadtparlament. Und lieber Marek, vor allen Dingen an deinen Vater, der gesundheitlich leider nicht mehr so gut benannt ist, aber immer in Gedanken nach der Übertragung von Mailand, wenn ich drüben bin, dann besuche ich ihn mal gerne und einen alten Freund zu treffen. Das macht immer einen gewissen Spaß. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt möchte ich natürlich auch ein Gastgeschenk überreichen, dass er vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt. Den Schlüssel der Stadt gebe ich noch nicht ab. Es ist noch zu früh, es geht erst am 30.04. Aber wir haben ja heuer wieder einen Gegenbesuch in April vor uns und da werde ich mich sicherlich auch in geeigneter Weise darüber scheren, weil ich möchte es natürlich auch im Kreise der Stadt Vorderten und der Stadt Otschane umsetzen. Aber lieber Marek, du hast ja jetzt ein bisschen einen veränderten Familienstand, Nachwuchs, Frau und irgendwie ist mir zu Ohren gekommen, dass er gerne kocht. Und haben es geschafft, ein Kochbuch aufzutreiben in tschechischer Sprache. Und zur Not in Deutsch übersetzt. Ich wünsche dir da viel Spaß bei deinen Kochkünsten. Also du kochst und ich genieße, da bist du besser für mich. Nochmals herzlichen Dank für deinen Besuch und für die wirklich großartige Auszeichnung. Und ich darf dir ein bisschen deine Anerkennung mit auf den Weg nach Hause geben. Die Blumen sind natürlich für die zweite Bürgermeisterin gedacht.
Theresa bedanken, dass Sie unseren Jahresempfang heute begleitet haben. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, die Zeit zu opfern. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen dann später einen guten Nachhauseweg und ich freue mich schon am 22. März. Ich werde mit Sicherheit dort übernachten, da können wir auch länger feiern. Das verspreche ich Ihnen, weil in der Nacht auch nicht mehr so gut Sektor vor Ihnen war. Und lass mich dann überraschen, über Barik, wir werden uns da wieder treffen, mit Sicherheit. Und wenn wir das sieht, was Senioren auf die Füße stellen können, dann ist das wirklich wunderbar. Bei uns gibt es zwar Seniorenturnen, aber Senioren singen in diesem Rahmen haben wir leider zumindest in unserer Gemeinde noch nicht einführen können. War eine Anregung an Sie, das weiterzugeben. Ich scheide aus, wenn ich auch Senior bin, ich bin kein Sänger, ich bin eher Zuhörer. Aber das war so eine tolle Idee für dich. Dobranski, Babinski. Babinki. Jetzt wollen wir verraten, jetzt haben wir den Kommandant gehabt, die Ausbildung auf Tschüss. Ich darf die wieder hinkriegen. Nein, vielen herzlichen Dank und ich möchte mich auch mit einem Geschenk bedanken. Und ich bitte jetzt auch den Herrn und die Frau Rosa zu mir. Die sind irgendwo untergetaucht. Wo sind sie? Die Frau Rosa und der Herr Rosa. Meine Entschädigung gibt es in den Schulen ja mit Musikunterricht ein bisschen anders. Da könnten wir viel davon lernen. Die Stadt Rundschau hat einen eigenen Musikdirektor. Und obwohl es freiwillig ist, hat diese Schule, wie viele Kinder hat sie im Musikunterricht? 380. Auf freiwillige Basis. Und sollte man allein, wenn nicht alles der Staat ist, der Eltern, glaube ich, müsste was damit zuzahlen. Also da sind wir, wie hoch der Stellenwert der Musik in Tschechien ist. Das, glaube ich, können wir noch nicht ganz nachfinden. Ich finde das gut. Wenn Sie voriges Jahr sich erinnern an die Kindermusikkapelle Osenbach, was für tolle Musiker da dabei waren. Kinder, Mädchen, Jungs. Toll. Also, können wir ein bisschen was lernen dafür. Aber Frau Moser, Herr Moser, Sie sind ja die Leiter dieser. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie das ermöglicht haben, dass Sie so eine tolle Gruppe haben und ich wünsche Ihnen weiterhin, dass das auch den Spaß macht, dass vielleicht ein paar Männer nur dazukommen, das sind wenig. Ja, aber das ist bei uns, beim Turnen sind auch nicht so viele Männer. Die Männer werden nicht so weit. Ja, vielen Dank und ich darf Ihnen ein kleines Präsent mit der Hase geben und ich freue mich auf den 22. März, da werden wir uns wiedersehen. Aber nun, Geschenke an unsere Musik aus Topcani, anschließend wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Appetit. Haben Sie durch und angenehme Gespräche, Open End, zu Ende wissen, wenn Sie nach Hause gehen. Vielen Dank.